Moinsen Leute und willkommen zu Genau Richtig, FIFA Let's Play FIFA 16, heute gegen Paris. Ja, wir spielen weiter in der Champions League. Ich habe jetzt hier mal gerade so ein bisschen vorher die Nachrichten angeguckt. Die Leute sagen alle im Endeffekt, Ingolstadt als komplett krasser Außenseiter und die neutralen Fans hoffen ganz dringend darauf, dass wir diese Außenseiterrolle weiterhin füllen, denn wir sind als krasser Außenseiter in der Champions League gewesen und möchte, dass dann Paris heute uns unterliegt. Also klar, die sind aktuell Tabellenvierter, ich habe das vorher nochmal geschaut, in der französischen Liga, also das ist aktuell nicht so tolle. Wir dagegen haben nach 27 Spieltagen die Klasse gehalten. A, B, wir sind auf jeden Fall in der Europa League, das heißt also unser Minimalziel ist erreicht. 7 Spiele sind es noch für uns und das heißt, insgesamt sind es noch 21 Punkte. Wenn wir von diesen 65, 21 abziehen, haben wir 44 Punkte. Das heißt, aktuell allerschlimmstenfalls landen wir auf Platz 6. Und das ist ein Abschluss ja nicht so schlimm. Also wir wollen ja mindestens Platz 4 erreichen. Also brauchen wir noch einige Punkte. Auch wenn wir aktuell auf Platz 1 sind, es heißt noch gar nichts. Ich glaube, wir fast schon, wir haben jetzt aktuell mehr Punkte als in der letzten Saison. Heißt trotzdem Champions League, heißt trotzdem, heute geht es gegen Paris. Die Pariser lassen wir mal im Alternativdress antreten. Auch wenn Schwarz und Schwarz nicht so dolle ist, aber passt schon. Porto spielt gegen Arsenal im gleichen Spiel. Und ja, heute mit unserer A11. Denn gegen die Hertha haben wir mit B11 gespielt am Samstag. Und ja, dementsprechend Pokal, Liga und alles Mögliche. Also, wieder mit A11. Ja, Cornelius nicht dabei in der A11. Liegt einfach daran, dass er unbedingt gegen die Hertha spielen wollte. Dann soll er gegen die Hertha spielen. Wir zwingen keinen dazu, hier in der Champions League zu spielen. Dann spielen wir halt mit anderen Spielern, die eben sich nicht aufgedrängt haben. So, das mit den Flanken läuft hier gut mit Groß und Lavain. Finde ich super. Finde ich super. Und zack, guck mal, zack, nimmt den super an. So, vielleicht kriegen wir da sogar einen Rekord. Also nicht einen Weltrekord, aber einen Rekord. So, zack, tada, sehr schön. Hat er schön gemacht, hat er schön gemacht. Und das ist sogar ein Rekord, Platz 2. Hinter Prince Player LP. Einen herzlichen Gruß von hier dorthin. Aber das muss ich auch erstmal schaffen. Und damit herzlich willkommen aus der Champions League und willkommen aus dem Audi Park. Ja, wie schon damals gegen Chelsea gesagt, der Audi Park. Nicht wirklich irgendein besonderes Stadion, aber von uns, dem krassen Außenseiter der Champions League. Also die, die im Endeffekt übrig geblieben sind, die Teams, also eigentlich im Endeffekt, wenn man sich die alle durchliest, das sind alles Teams, die grundsätzlich gerne weit in der Champions League kommen. Und dazu in dieser Liste steht FC Ingolstadt. Der völlig krasse Außenseiter und genau diese Rolle müssen wir weiterhin bedienen. Genau diese Rolle müssen wir weiterhin bedienen. Was ich in vielen Foren gelesen habe, dass ein Spieler wie Cavani theoretisch eigentlich wegwechselt, aber bei uns irgendwie nicht. So ein klassischer Transfer im Sommer oder besser gesagt im Winter. Cavani geht von Paris weg. Da Zlatan Ibrahimovic da sich breit macht, aber das sehe ich jetzt hier überhaupt nicht. Denn bei uns hier in der Aufstellung sehen wir einen Robert Lewandowski auf der Bank, einen Ibrahimovic auf der Bank. Ei, Karamba, also Paris mit richtig heftigen Spielern, aber auf der Bank. Das ist nicht euer Ernst, Cavani vor dem Sturm. Also, die können theoretisch mit einer 3-Sturm-Taktik da antreten, machen sie ja auch. Bloß mit Flügelspielern, mit Lucas und Lavezzi. Lavezzi haben wir ja schon mal in der letzten Saison gemerkt. Der ist ein richtig heftiger Flügelspieler. Das Doofe eben dabei ist, dass Lavezzi jetzt nächstes Spiel wahrscheinlich nicht dabei ist. Was auch ein bisschen schade ist, aber andersrum, so ist das manchmal. Der hat ja in der letzten Saison beim Stadionturnier sehr gut abgeräumt. In dieser Saison eher weniger. Da war Lavezzi irgendwie nicht so ganz motiviert anscheinend. Aber sowas passiert eben. Ne? In der einen Saison bist du top, in der anderen bist du eben, naja, so lala. So, groß.
Also Ziel ist es heute, hier das 1:0 zu erzielen. Es ist ein wichtiges Tor. Klar, wir spielen zu Hause. Viele sagen ja auch immer von wegen, oh, wenn du international spielst, dann brauchst du unbedingt dieses Auswärtstor. Ja, aber erstmal eine kleine Vorlage geben. Wenn du das Heimtor erzielst, dann kannst du dann später in Paris darauf hoffen, dass der Gegner einfach kein Heimtor erzielt. So, dann kannst du auf 0-0 spielen. Aber wir wollen nicht auf 0-0 spielen. Kevin Trapp kriegt den. Der war ja hier schon, glaube ich, schon mal. Nämlich mit der Eintracht. Ich glaube, damals beim Pokal. Also, der kennt den Audi Park. Ich glaube, der Rest der Spieler, die vielleicht höchstens aus Erzählungen von wegen der FC Ingolstadt, der spielt in der Champions League, der spielt im Audi Park. So, ich glaube, das sind auch die einzigen Facts für die Pariser, die eventuell wichtig waren. So, also Paris heute im Alternativdress. Ich hatte das ja gesagt. Wir spielen dann auch in Paris in unserem Alternativdress, also in unserem Champions League, in unserer Champions League Luft. Also unserer Auswärts Champions League Luft. Und dann schauen wir mal. Weil Paris könnte auch ein sehr schwieriger Gegner werden. Haben wir schon öfter erlebt. Ich glaube auch schon bei Ultimate Team. Aber damals war ein Zlatan Ibrahimovic vor dem Sturm und kein Cavani. So, einfach mal rauf. So, Foul gibt's nicht. Schiedsrichter sagt, kein Foul. So, geht dazwischen. Also, da müssen wir hier wirklich hochkonzentriert die ganze Zeit spielen. Das ist jetzt kein Bundesligaspiel, wo man sagt so, hey, komm. Das ist ein okayer Gegner. Also, es ist eh oder eh so ein Gegner, der weit oben steht. Ich weiß gar nicht, wie wir gegen Paris gespielt haben. Ich glaube, wir haben sogar hier, wir haben letzte Saison die Meisterschaft in Paris geholt und Paris führt. Lukas! Ich weiß gar nicht, wie wir in der Saison mit Barcelona gegen Paris gespielt haben. Aber wir haben davor das Jahr in Paris die Meisterschaft geholt. Und Nieland kommt da nicht ran. Ja, das wichtige Auswärtstor hat Paris erzielt. Das heißt, ein 0:0 bringt uns nichts mehr. So, die Überraschung ist leider jetzt vielleicht schon verpufft. Andersrum, wenn wir hier aus der Champions League ausscheiden, haben wir uns aber wirklich gut gezeigt. Das muss man so sagen. Also dafür, dass wir hier als krasse Außenseiter in dieses Turnier gegangen sind, sind wir dann im Viertelfinale ausgeschieden und das gegen Paris, das darfst du mal sein. So, nächste Möglichkeit hier. Für die Pariser. Aber trotzdem, nicht aufgeben. Wir müssen einfach genauso weiterspielen, wie wir bisher gespielt haben. Wir haben ja schon gegen ein französisches Team gewonnen. Und das gegen Olympique Marseille. Da haben wir auch zu Hause so lala gespielt. Auswärts in Marseille haben wir die ja mit 5:0 abgefrühstückt. Albtraum war ganz klar Matthew Lecky, der ein Manator erzielt hat. Der am Fließband erzielt hat die Tore. Und deswegen auch, glaube ich, Torschützenkönig aktuell in der Champions League ist. So, Möglichkeit, Matuidi. Matuidi! 2:0! Zu zögerhaft, viel zu zögerhaft, Thiago Motta! Macht das 2:0 für Paris. Ja, das macht die Sache immer schwieriger und schwieriger. Nieland kriegt den Ball nicht, dann die Abwehr völlig katastrophal. Also, so darfst du dann nicht an die Abwehr gehen. Und dann abgezogen, einfach mal reingegrätscht, Thiago Motta! Macht hier das 2:0 und damit uns noch mehr Schwierigkeiten. Und denn jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir Tore erzielen, sonst sind wir raus. Weil ein Tor, das kannst du noch immer gut aufholen. Aber zwei in Paris, das wird heftig. Hinterseher. Hinterseher! Trapp kriegt den. So, Ecke. Weil eigentlich im Endeffekt jetzt jedes Tor wirklich wichtig ist. Weil mit Unentschieden können wir nicht mehr weiterkommen. Also wenn wir hier heute 2:2 kriegen, ja gut und schön. Das wäre natürlich eine super Sache. Aber wenn du dann später in Paris 0:0 spielst, ist Paris weiter. Und auch beim 1:1 ist Paris weiter. Deswegen ist es jetzt enorm wichtig, dass wir jetzt die Tore erzielen. Geklärt. Aber bislang Cavani noch nicht wirklich gut dabei gewesen. Bislang haben andere die Tore gemacht. So,
Möglichkeit hier. Kevin Trapp kriegt den wieder. Der deutsche Keeper, den ich auch schon sehr oft gesagt habe, dass der eindeutig mal mit zur Nationalmannschaft soll. Auch wenn er nur als der B-Torwart reingeht. Aber der macht eine super Saison bei Paris. Und Paris ist ja auch nicht irgendwo gelandet, sondern sind Meister geworden. So, Möglichkeit, Trapp kriegt den. Dann soll man lieber einen Ter Stegen zu Hause lassen. Klar, Manuel Neuer, den kannst du auch einfach nicht aus dem Tor der deutschen Nationalmannschaft schmeißen, das ist klar. Aber einen Kevin Trapp mitnehmen, weißt du, nur mitnehmen. Der soll mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Der spielt in einem Top-Verein Top-Leistungen. Also, was willst du mehr als Torwart? Während Ter Stegen einfach das nicht mehr zeigt. Aber genug der Rede. Ich kann das ja hier sowieso von meiner Seite aus überhaupt nicht ändern. Wir können ihn hier loben, wie wir wollen. Also wenn ich hier bei dem Spiel mal irgendwann deutscher Nationaltrainer bin, dann wisst ihr ganz genau, was ich mache. Dann will ich den Kevin Trapp mitnehmen. Und in der Bundesliga natürlich auch den besten Torwart. Ausgenommen natürlich, wenn Manuel Neuer der beste Torwart ist, dann logischerweise den zweitbesten. Und der würde sowieso gesetzt sein. So, hier steht 2:0 für Paris. Das ist natürlich bitter für uns, dass wir so dann aktuell rausfliegen. Aber so ist das einfach manchmal. Irgendwie, also es wäre ja auch fast schon unrealistisch, wenn wir wirklich bis ins Champions-League-Finale kommen würden mit einem Team. Wir sind im Endeffekt sozusagen über den vierten Platz erst. Über den vierten Platz in der Bundesliga bis hier ins Viertelfinale gekommen. Wir sind klar der krasse Außenseiter. Arsenal führt hier mit 1:0 gegen Porto. Aber man sieht auch, dass die Pariser deutlich mehr über rechts gehen. Wechsel, Thiago Motta verlässt den Platz, Pastore kommt rein. Dass sie hier deutlich über rechts gehen, Lavain und Christiansen kriegen da richtig heftig Probleme. Das heißt, wir müssen dann noch bald wechseln über rechts, weil Lukas da einfach zu viel macht. Der ist hier viel zu agil für uns. Und das ist er. Cavani! Ja, genau das hat er bislang in dieser Partie komplett so gezeigt. Also, eigentlich im Endeffekt die Enttäuschung des Spiels. Edison Cavani. So, Vanevic. Arsenal, Porto, Ausgleich. Im Endeffekt brauchen wir wirklich nur dieses eine Tor. Dieses eine einzige Tor. Damit wir wirklich eine Chance haben im Rückspiel. Weil ein 2:0 aufholen, das ist klar, mit dem einen Tor ist es dasselbe. Da müssen wir auch ein 2:0 aufholen. Ja, aber mit einem 2:0, wenn wir das 2:0 haben sollten, dann geht es nicht in die Verlängerung. Dann haben wir das Ding gewonnen. So, Möglichkeit hier. Schade. Weil das ist noch möglich. Es ist möglich, es ist nicht auszuschließen. Sonst heißt das eben nur noch DFB-Pokal und das sind wir im Halbfinale und dann spielen wir auch noch gegen Bayer Leverkusen, unserem neuen Club, die im Hinspiel ja schon uns besiegt haben. Das wird keine einfache Partie. Nächste Möglichkeit, abseits, habe ich gesehen und wir wechseln. Wir wechseln aus, wir müssen Lavain eigentlich raustun, denn der ist so angeschlagen. Das, ja klar, das läuft über alles über die rechte Seite. So, Salah rein. Das läuft alles über rechts, alles über Lukas, der wirklich eine super Partie spielt. Der hier ackert, kämpft und alles Mögliche. Und auch schon sein Tor erzielt hat, also. Ah, Lecky auf der falschen Seite erwischt. Und Lecky auch mit dem Foul gegen David Luiz. Wechsel. Ja, Lavain raus, Salah rein. Auf der anderen Seite sehen wir wahrscheinlich einen defensiven Wechsel. So sieht's aus. Ferrati raus, Di Maria rein. So, Einwurf. Wollen wir jetzt hier nicht groß wechseln.
Und Salah. Ja, gut gemacht. Matthew Lecky. Und Gartrap. Ja, das war kein großes Problem für ihn. Der steht da gut. Und ist kurz Eck. Und das ging nicht. Ecke. 66. Minute. Wie gesagt, es ist wichtig, dieses Tor zu erzielen. Wichtig, wichtig. Trapp kriegt den. Ohne große Probleme läuft er raus, springt ran. Macht das hier souverän. So, aber das macht eben die Sache hier komplett anders. Wir müssen hier ein bisschen nach vorne spielen. Freistoß, Brigerie. So. Müssen wir jetzt auch noch gleich Stürmer tauschen? Ich glaube schon. Wir müssen tauschen. Das bringt heute nichts mit Hinterseher. Das bringt heute nichts. Hartmann bringen wir. Hinterseher raus, Hartmann rein. Das bringt nichts. Wir brauchen wirklich Tore. Und das ist eben dann der Unterschied. So, nächste Möglichkeit. Lavezzi. Und Einwurf. So, und jetzt der Wechsel. Stürmerwechsel, wie gesagt. Drei Schüsse aufs Tor Hinterseher und er hat gar nichts gebracht heute. Hartmann rein. Moritz Hartmann. Der ja in echt aktuell, glaube ich, Rekordtorschütze ist beim FC Ingolstadt. Es hat kein anderer Ingolstädter jemals mehr in der Bundesliga getroffen als Moritz Hartmann. Lecky. Und Hartmann. Ja, so darfst du es nicht. Nee, nee, so darfst du es nicht. Lecky. Und Manewetsch. Hartmann. Ah, aber wir haben die. Wir kriegen die Chance. So, wir dürfen aber andersrum auch nicht in den Konter laufen. Deswegen habe ich das jetzt nicht offensiver eingestellt. Weil, wie gesagt, Paris ein heftiger Gegner ist. Wäre vielleicht eventuell zu hoch für unser Kaliber. Aber das hatte ich ja schon erwähnt. Und das macht ja nichts. Wir haben unser Minimalziel erreicht. Unser Minimalziel war K.O.-Runde. Und da sind wir gelandet. Wir sind im Viertelfinale sogar gelandet. Also da kannst du nicht meckern. So, Möglichkeit. Dankeschön. Und weg damit. Und jetzt nach vorne. Wie gesagt, wir brauchen ein Tor. Ein Tor, damit wir das 2:0 dann in Paris als Sieg feiern können. Und nicht als, wir müssen noch in die Verlängerung. Wie gesagt, noch ein drittes Tor, dann brauchen wir nicht mal antreten, theoretisch. Dann müssen wir darauf hoffen, dass irgendwer da draußen irgendwas Positives hat, dass wir hier wirklich noch Tore erzielen. So, Cavani, denkst du, der hat heute wirklich einen katastrophalen Tag. Der macht heute einfach nicht sein Tor. Und das ist eben dann auch gut für uns, schlecht für den Gegner. So, Nachspielzeit. So, Hartmann kommt da nicht ran. Wir können theoretisch noch wechseln. Wir haben noch einmal Wechsel. Aber das war's. 0-2 Niederlage. Das ist schon traurig. Aber das ist eben manchmal dann so. Wir verlieren in der Champions League im Viertelfinale das Hinspiel. Also das Rückspiel müssen wir mindestens 3:0 gewinnen. Sonst wird das aus sein. Während Paris sich freuen kann hier im Audi Park. Also das hat jetzt auch nicht so viele Mannschaften bislang geschafft, hier zu gewinnen. Wenn man das ja mal jetzt so sagen darf. Ich glaube, Bayer Leverkusen hat es als letztes geschafft. Also von daher, ja, wir sind noch nicht raus. Wir haben aber die schwierigere Situation. So einfach ist das manchmal. Wir haben einfach nur die schwierigere Situation. Ne? Keine Sorge, Spieler des Tages wird wahrscheinlich Lukas sein. Aus meiner Sicht ist er es. Ist er nicht. Kevin Trapp ist Spieler des Tages. Okay, das ist auch völlig realistisch, dass der Torwart der Spieler des Tages ist. Weil wenn wir schon 5 Schüsse aufs Tor haben und der hat alles gehalten, er hat komplett dicht gehalten, ist klar, dass er dann Spieler des Tages wird. Arsenal gewinnt das andere Spiel gegen Porto. Ja, ist natürlich ja, ne?
nicht so toll. Aber sowas passiert. Es ist einfach so. Gut, als nächstes spielen wir in der Bundesliga. Schwegler glänzt bei Everton. Schwegler? Haben wir den nicht verkauft? Ja, wollte ich gerade sagen. Schwegler haben wir doch verkauft für 9 Millionen. Der glänzt bei Everton, merkst du, ne? Also vielleicht eventuell hätten wir Schwegler nicht verkaufen dürfen. Anders, wie viel ist er jetzt wert? Das ist jetzt das nächste Interessante. Also er glänzt bei Everton. Für 9 Millionen haben wir verkauft, für 6 ist er noch wert. Also theoretisch haben wir eigentlich fast alles richtig gemacht. Klar, wir hätten auch, haben bis uns ein bisschen geschwächt. Aber so ist das einfach. So, Pressekonferenz. Wir spielen als nächstes gegen den FC Schalke 04. Wir motivieren unser Team, weil das, ja, sowas passiert in der Champions League. Und freuen uns dann auf Samstag wieder. Es geht gegen den Tabellensechsten. Das heißt theoretisch ein 6-Punkte-Spiel. Denn wenn wir gewinnen sollten, dann haben wir mindestens Platz für 6 erreicht. Obwohl, wir haben ja schon sowieso mindestens Platz 6 erreicht. Aber dadurch haben wir mindestens Platz 5 erreicht. So rum. So wird ein Schuh draus. Und ja, so wird eigentlich ein Schuh draus. Im Endeffekt ist es so. 6-Punkte-Spiel. Ja. 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 So, Champions League. Wir wollen ja noch die anderen Spiele uns angucken. Also in der Champions League ist Barcelona hat 4-0 gegen Marseille gewonnen. Ja, da merkst du, dass unsere Gruppe eigentlich im Moment rausfliegt. Manchester United gewinnt 1-0 gegen Juve. Auch okay. In der Europa League haben wir noch Bayer Leverkusen. Die haben nicht jetzt gerade gespielt. Nein, die haben nicht gerade gespielt. Bayer Leverkusen spielt gegen den AC Mailand. Also noch ein deutsches Team. Der FC Sevilla spielt gegen Atletico Bilbao, ein spanisches Duell. Lokomotive Moskau muss gegen den AS Rom. Und Manchester City darf gegen die Bayern ran. Also, das könnte interessant werden in der Europa League. Da werden wir vielleicht eventuell noch ein Auge drauf werfen, wenn wir nicht ausscheiden oder was weiß ich. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder gegen den FC Schalke 04. Freut euch drauf am Samstag. Da müsste es wieder besser laufen. 1. April. Okay, bis dann. Tschüss.